Willkommen zurück bei Minecraft Miniland. Ich darf nochmal einen kurzen Einblick geben in die Folge. Wohnhaus mit Aufgang. Hier ist ein bisschen... Oh, die Treppe. Sieht die wirklich so gut aus von hier? Haben wir noch andere Steine? Wir haben hier gemeißelte Steinziegel. Bemooste Steinziegel, Steinziegel. Silberfischchen? Nee, Silberfischchen will ich nicht. Achso, ich bin aber Dekoration drin. Ich verstehe das Problem. Wenn ich Eichenholzstämme nehme. Eigentlich müssten Stämme auch besser aussehen. Ich mache mir hier direkt in der Ecke innen drin. Weg damit. Und vielleicht da innen drin. Und sollte ich jetzt annehmen, dass... Nee, gestützt wird es hier in der Mitte. Das könnte gut wirken. Und da drinnen. Genau. Da wird es gestützt. Hier wird es noch ein bisschen gestützt mit einer Verbindung hier. Und dann kommt Eichenholz rein. Weil wir sind ja nicht Magier, wenn wir jetzt mit Steine bauen, sondern eher leichte Baustrukturen. Das, was wir auch wirklich schaffen. Hilfe bei den großen Gebäuden haben wir von dem anderen Volk gekriegt dann später. Voll krasse, na je nachdem, auf jeden Fall haben sie mal alle zusammengelebt, je nach Auffassung, wie man es jetzt sehen, drehen und wenden möchte. Kommt das noch weg? Ja, es kommt noch weg. Sieht eigentlich, könnte das besser aussehen? Wenn ich die jetzt mit den anderen verbinde, also hier unten hin, zack, zack, sieht zu einheitlich aus. Nein, mache ich nicht. Was kommt so hin? Huch, warte mal. Und hier? Da gehe ich noch eins runter, damit ich da den Kontrast dazu habe. Also das Holz dahin. Und hier noch ein Holzstamm. Glaube ich hier nochmal eins. Zack. Das kommt weg. Habe ich noch? Nee, habe ich nicht. Was nehme ich weg, bitte? Zack. So, jetzt Frage. Lass ich das noch ein bisschen rausgucken? So zum Beispiel? So die Querstämme, damit es hält? Irgendwie nicht so geil. Wenn ich die jetzt wegnehme und so lasse, dann haben wir hier unten eine Stütze drin und an der Seite, so haben wir quasi ein Kreuz. Puh. Ich mach mal hier noch einen rein. So eine Art Treppe, das könnte passen, aber wirkt noch nicht so richtig. Ich lasse das mal so. Damit könnte ich mich noch ein bisschen anfreunden. Doch, würde gehen. Gut, jetzt zurück zur Schule. Zurück zur Schule, jetzt können wir mal kurz hier rein. Den Boden zu Ende bauen. Wenigstens einmal fertig machen. Da kommt ja alles Birke rein. Wir sind ja dekadent. Und bauen nicht alles mit Eichenholz. Wenn wir schon im Birkenwald wohnen, dann können wir auch mit Birke bauen. Ich meine, das ist ja nicht ganz so weit hergeholt. Klar, pflanzen wir ab und zu mal so einen Eichenbaum an. Weil die sind stabiler und damit können wir unsere Treppen bauen. Weil wir brauchen auch hohe Treppen, um unseren fliegenden Residenzen reinzukommen. Also Wohnhäusern. Hier ist noch einer frei. Und ich hoffe, man hört es nicht. Hier nieselt es leicht gegen das Fenster. Türen, genau. Hatten wir da und da. Geht richtig auf, super. So, jetzt hatten wir hier oben die Stützen hingemacht. Müssen ja gucken, wie hoch soll der Raum werden. Da haben wir vielleicht nach der Tafel noch eins frei und dann fängt die Decke an. Ich lasse es, wie gesagt, immer nur so mal so stehen, damit ich gucken kann. Dann brauchen wir hier noch eins hoch. Und da. Genau auf der Seite dasselbe. Wie mache ich das in der Mitte? Ich glaube, ich gehe so rum. Wo zum Beispiel, dass wir so ein bisschen Einstieg in den Raum haben. Ich mache es mal auf der anderen Seite. Guck mal, wie es wirkt. Ich habe gerade überlegt, die Enden wieder nach unten führen zu lassen. Aber eigentlich sind sie ja schon an der Decke fest. So, warte mal, hier ist es 1, 2... 1, 2, das könnte gut hinkommen.
mach mal hier so eine Querstreben hin. Die gucken ein bisschen raus. Hier ist auch eine Querstrebe, die auch rausguckt. Um 1, ja. Das Haus ist mehr breit als lang. Das heißt, die Streben sind in der Länge gemacht. So quasi. Gucken auch 1 raus, sodass man einen guten Dachstuhl hat. Jetzt Stuhl gesagt. Nein, Spaß jetzt. Okay, jetzt habe ich mich selbst gekriegt. Man ist so jung, wie man sich fühlt, aber man muss es ja nicht übertreiben. So, fangen wir richtig an. So gefällt es mir schon. Mehr. 1 nach draußen ist richtig. Jetzt machen wir hier in der Mitte noch zu. Weil die sind ja... Also wenn man einen halben Stamm machen könnte, dann würde ich sagen, der untere Stamm, also hier der lange, der ist oben die Hälfte rausgenommen. Und bei dem Querstamm ist unten die Hälfte rausgenommen, dass die quasi so wie im Baukastenprinzip oben raufgesteckt werden. Kann man jetzt nicht so richtig andeuten, aber ich hoffe, die Erklärung genügt. 1, 2, dann kommt jede Quere wieder hin. Und so, perfekt. Das mag ich auch nämlich immer zu gern sehen. Wenn ich zum Beispiel, ich deute es mal an, ich komme hier in die Schule rein. Ich sehe hier vorne die ganzen Stühle und, also Bänke, Tische und da ist der Lehrer. Dann gucke ich nach oben und sehe so einen ganz altertümlichen Dachstuhl. Das sieht, finde ich, so cool aus. Das möchte ich gar nicht missen. Die geht nicht. Ich hatte überlegt, hier noch so eine Säule hochzumachen, aber der Dachstuhl ist ja ganz woanders. Na gut, dann halt nicht. Dann mache ich vielleicht zur Stütze. Also erstmal müssten die hier sowieso hoch. Ungefähr hier auf die Höhe. Ich überlege noch, wie ich die Wände hochbaue. Einfach nur gerade sieht aus wie ein Block. Also Blockhütten sind jetzt nicht so mein Geschmack. Man kann sich alles auch schlecht reden, dass, ey, du hast ja eh einen Block gebaut gerade. Ja, Minecraft-Block bauen und so. Ist ja halt, gehört ja fast immer dazu. Aber mit ein bisschen Fantasie und Vorstellungskraft sieht es dann nicht mehr aus wie ein Block. Das packe ich noch ein bisschen weiter weg, damit ich hier an der Seite freie Sicht auf die Fassade habe. Auf die Wand quasi. Das hier kann zu, weg. Zack, zack, zack. Da kommt eh eine Wand drauf. Pass auf, da mache ich mal gerade sowas als Fundament für die Wand. Man sieht es dann in späteren Bauarbeiten erst. Sollte es mal umgebaut werden, dann sieht man, ah, hat ein Fundament gebaut. Also die ganze Last sitzt ja auf den Wänden, nicht auf den Fußboden. Deswegen habe ich unter dem Fußboden kein Fundament gemacht. Obwohl es eigentlich auch dazu gehört, aber vergessen wir das mal. Das muss ja jetzt nicht überall so konkret, krass und direkt sein. So, ein bisschen weg, zack. Wunderbar, jetzt kommt irgendwo eine Wand. Wie machen wir die Wand? Oder Fenster? Fenster bei den Schülern muss sein, damit man rausschauen kann. Deswegen Dekoration, Glasscheibe. Ich nehme mal die Steinziegel. Oder die waren mit normalen Stein. Dann nehme ich erstmal für eine unterste Reihe. Hier zum Beispiel. Achso, klar, die sind ja hier ein bisschen erhöht. Deswegen die hintere Seite vielleicht zweimal hoch. Oder ich mache eine Glasfront. Könnte auch cool aussehen. So zum Beispiel. Machen wir hier 4 breit. So, das ist jetzt tricky, hier hochzubauen mit den Glasscheiben. Obwohl, so geht's. Weil wenn man jetzt hier so wie jetzt... Oh, wo ist denn die Kante? Hier so ganz klein sieht man die Kante nur so... Oh, da. Und hier kann ich ja darauf drücken. Cool. Zack, zack. Fabis Glas könnte ich auch nehmen, damit die Schüler nicht rausgucken, aber... muss ja nicht sein. Und die Lichter mache ich später, deswegen mache ich immer hell. Ach, wo waren es? Verdammte Connect Textures. Ich habe die Glasscheiben gerade gar nicht gesehen. So, hier kommen die Steine unten wieder hin. Und die Scheiben waren bis da einmal. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Da hinten kommt noch was anderes hin. So ein kleines Profil vielleicht. Dass es nicht so alles so einheitlich und gerade aussieht. 1 hoch noch. Wunderbar. Weil die Baukunst steht ja auch schon fast vorne mit an. So ist cool. Jetzt zur Baukunst. Wie mache ich es am besten? Eventuell...
Also irgendwas mit einer Art Säule vorne, die ein bisschen verziert ist. Ich nehme mal diesen hier. Ich versuche das mal ein bisschen anzudeuten oder beziehungsweise auch für mich nahe zu bringen. So. Und dann, ich nehme erstmal Holz. Würde sie auch eigentlich gut machen als Säule. Und pack die so hin. Jetzt gucke ich es mir mal an. Ungefähr. Könnte was werden. Das mache ich hier unten vielleicht noch ein bisschen die anderen, die stärkeren Verzierungen hin. Doch, sieht cool aus. Auf der anderen Seite genauso. Ich finde das cool. Könnt ihr gerne Kommentare drunter schreiben. Wenn er sagt, was ist denn das da? Oder, so wie die NPCs. Noch eins höre ich da hinten. Dann hier oben war Holz. Wunderbar. Also ich bin erstaunt. Sieht gut aus. Hier unten die Steine. Wann, das baue ich mal eben zu. Zack. Und Stein. Zack, zack. Alles bauen. So. Prima. Aber jetzt wirkt die Säule nicht ganz. Ich mache hier hinten ein bisschen was weg. Und das da so. Da können sie direkt... Ja genau, das ist ja sehen ein bisschen frei. Sieht doch gut aus. Dann können wir da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Naturunterricht am See vielleicht. Mit so einem kleinen Weg rüber. Ich deute mal ein bisschen was an. Dann können wir damit vielleicht später auch noch was bauen. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, wenn das zuwächst, ist wieder cool. Ein Pflastersteinchen. Tür kann weg. Türen haben wir hier noch gebaut. Der kommt hier in der Mitte hin. Und da in der Mitte. Ach, guck mal. 1, 2, 3, 1 zurück. 1, 2, 3, 1 zurück. Dazwischen. Ey, unbewusst immer Symmetrie bauen. Das ist ja schon fast eingefleischt, ey. Sehr schrecklich. Okay, aber wenn ich schon bei Symmetrie sind, dann mache ich hier vorne dieselbe Säule wieder hinten hin. Die wird natürlich ein bisschen höher sein. Die wird nicht höher sein. Ist ja nur in der Mitte. Innen drin ist es ja erhöht. Durch die Höhe zum Lehrer und zum... Quasi so sinnbildlich. Könnte man sich jetzt gut reden, weißt du? Zum höheren Wissen gehen wir hinauf in die Schule. Deswegen ist die Schule auch auf dem Berg. Und auf dem anderen Berg kommt die Bibliothek hin. Das finde ich ganz... Oder? Bibliothek neben der Schule? Nee, ich mache die Bibliothek auf der anderen Seite. So, dass hier die Schüler sind, wenn sie Lärm machen, können die Erwachsenen drüben in der Bibliothek noch in Ruhe lesen. Man kann sich's auch anders reden, dass die Schüler halt öfters in die Bibliothek gehen müssen, aber im Unterricht holen sie sich ja eigentlich immer das, was sie brauchen. So, Unterrichtsvorbereitung, dann holen sie sich's zum Unterricht hin und dann... Ach, hier hinten, da guck mal, die Säule. Die ist eins höher, die ist eins niedriger. Ich lasse die mal ein bisschen in den Boden ein. Das war auch... Ja, das ist, finde ich halt ästhetischer, wenn es ein bisschen gleich aussieht. Symmetrisch habe ich ja sowieso schon fast hier überall gebaut. Von daher kann ich es auch mal gleich machen. So, ich mache noch so ein bisschen vielleicht. Ja, doch. Ist ganz in Ordnung. Und da. So, ah, hier oben ist Holz. Haha. Richtige Höhe? Richtige Höhe. Zack. Zack, zack. Und dann drauf das Dach. Cool, ich bin von mir selbst erstaunt. Also ich hatte eigentlich nur das Haus vorbereitet. Hier unten so ein bisschen... Ja gut, sieht auch nicht gleich aus, aber vom Prinzip her ein Wasserloch vorgedacht. Hier den Aufstieg mit so einem umgebauten Haus. Aber die Schule, die habe ich mir jetzt quasi frei ausgedacht. Und ich finde, die sieht auch eigentlich recht gut aus. Eine Säule des Wissens. Du kommst hier hoch zur Schule und könntest vielleicht auch an der Säule oder macht es... Ich versuche mal was anzudeuten hier an der Seite zum Beispiel. Eins, eins. Die baue ich mal ein bisschen hoch. 3, 4. 2, 3, 4. Die baue ich jetzt mal ein bisschen hier unten. So, dass ich weiß nicht, wofür die Säule jetzt gut sein soll, aber irgendwas mit Wissen. Vielleicht stehen da irgendwann später Texte drauf. Der und der Schüler hat die Schule erfolgreich absolviert.
Nee, ist noch zu dicht dran. Ich muss eins rübergehen. Das schneidet den Weg hier unten. Das kann man ja, wenn man hochläuft, dann... Nee. Gefällt mir nicht. Dahin. Muss der Baum leider weichen. Zack. Boah, ist das eine große Birke. Große Birke, ja. Sehr große Birke. Du kommst auch weg. Weil die haben immer so ein bisschen Radius. So, weg hier mit. Tritt. So, jetzt hatten wir einen freigelassen und hier ist der... Nein, da ist der zweite Stamm. 1, 2, 3, 4. Und dann versuche ich mal hier unten die Säule wieder zu packen. Zack, zack, zack. Die Rose muss leider weg. Der Mohn heißt es ja. Nicht mehr Rose. Wo es wie eine Rose aussieht. Nein, nee, sieht wie Mohn aus, stimmt. Könnte auch eine Rose sich drunter vorstellen. Würde auch gehen. Hier in der Mitte. Pack, so ein Stein. Gut. Ein bisschen Eich. Obwohl, so eine Säule. So eine Eich. Also Holzsäule, so eine architektonische Glanzleistung. Könnte doch recht gut wirken hier. Dann machen wir mal so hoch, wie die anderen sind. Weil die haben ja schon alles zur gleichen Zeit entworfen. Heißt, die sehen auch ähnlich aus, die Errungenschaften oder Gebäude halt. Die baue ich jetzt mal schnell zu Ende, weil ich sehe gerade, na, da gehört noch was hin. So. Dachstuhl und so ein bisschen näher ausgebaut. Sie war was nun da. Tschüss. Pass auf, der rennt jetzt wieder hoch und stellt sich auf den Zaun. Nee, doch nicht. Gut. Cool, entwickelt sich. Sieht fast ein bisschen asiatisch aus so. Aber wenn ich fertig bin, glaube ich nicht mehr. Dann sieht's aus wie ein Klotz. Und jetzt nur mit dem Holzklotz. Bestellen Sie jetzt. Nur für einen ganzen Baumstamm. Ja, hier bezahlt man mit Baumstämmen. Nicht wirklich, aber wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Miniland. Und dann würde ich immer sagen, ich winke im unsichtbaren Modus. Auf Wiedersehen.